Hallo, heute mache ich mit euch einen Triple Chocolate Cheesecake und die Zutaten dafür zeige ich euch jetzt. An Zutaten benötigen wir Zartbitterschokolade, Vollmilchschokolade, weiße Schokolade, Sahne, Quark, Vollkornbutterkekse, Butter, Gelatine, Vanillezucker und Zucker, den habe ich allerdings vergessen hinzustellen. Ja, und dann geht's los mit Zubereitung. Die genaue Mengenangabe schreibe ich natürlich wie immer unten in die Infobox. Als erstes gebt ihr die Butterkekse in zerkleinerer und zerkleinert die. Dann fügt ihr jetzt die flüssige Butter dazu, die habe ich vorher im Mikrowelleherd geschmolzen und mixt es kurz durch. Jetzt formt ihr die Keksmaße zum Rechteck, Maße ca. 11 x 26 cm und stellt sie dann kalt. Jetzt vermischt ihr den Quark, den Zucker und den Vanillezucker miteinander. Die Gelatine habe ich im kalten Wasser vorher eingeweicht und löse jetzt in lauwarmem Wasser auf. Wenn die Gelatine sich dann gut aufgelöst hat, gebe ich 3 Löffel von der Quarkmasse dazu und verrühre das gut, um die Temperatur anzugleichen. Jetzt gebe ich die Gelatinemischung zur Quarkmasse und hebt es gut unter. Die Quarkmasse wird jetzt in 3 gleich große Portionen aufgeteilt. Die weiße Schokolade habe ich in der Zwischenzeit über dem Wasserball geschmolzen und gebe sie jetzt in das Drittel der Quarkmasse rein und hebe sie unter. Auch hier habe ich wieder die Schokolade über dem Wasserbad geschmolzen, gebe sie in das Drittel der Quarkmasse, hebe sie unter und dasselbe habe ich dann auch mit der Zartbitterschokolade gemacht, über dem Wasserbad geschmolzen und hebe sie dann unter die Quarkmasse. Die Sahne habe ich steif geschlagen und hebe jetzt jeweils ein Drittel unter die Schokolade-Quarkmasse. Jetzt geht's an Schichte. Ich habe hier für eine Kascheformnummer, die hat 11 x 26 cm, habe sie vorher mit Frischhaltefolie ausgekleidet. Als unterste Schicht kommt die dunkle Schokolade rein, also die Quarkmasse mit der dunklen Schokolade. Dann schichte mal die mit der Vollmilchschokolade rein, streiche sie dann glatt und als oberste Schicht kommt dann die mit der weißen Schokolade drauf. Jetzt holen wir unser Keksboden aus dem Kühlschrank, lege den oben drauf, drücke den noch etwas in die Quarkmasse rein und stelle den am besten über Nacht nochmal in den Kühlschrank, so dass man ihn am nächsten Tag rausstürzen könne. Der Kuchen stand jetzt über Nacht im Kühlschrank, lässt sich einwandfrei stürzen, ziehe jetzt die Folie ab, habe jetzt die restliche Schokolade noch geschmolzen und träufel die jetzt mit einem Löffel noch drüber zur Dekoration. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder bei mir ein. Also, bis dann. Tschüss.